Ja, hallo liebe Freunde von Mühlenberg News. Hier sind wir wieder zu zweit. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Und wir fangen gleich an. Wir haben nämlich matzmäßige viele Nachrichten für euch. Und zwar anfangen möchte ich mit dem Rückblick auf den Seniorennachmittag. Da berichten wir eigentlich immer ganz wenig davon. Hab auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Darum jetzt ein paar schöne Bilder vom Seniorennachmittag. Ja, mit einigen Geschenken zu Weihnachten, viel Geschnatter, aber auch viel Humor, wie ihr auf den Bildern sehen könnt. Die Senioren meinten, in meinem Alter könnte ich ein paar Pumphosen da benutzen. Die Herzchen sind besonders hübsch. Ja, da ist ein Herz, da kann ich sogar mein Taschentuch reinstecken, haben sie gemeint. Nein, also, war wirklich lustig. Ich bin froh, dass ich die Senioren habe. Die unterstützen mich und das finde ich ganz, ganz toll. Von hier aus mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Senioren vom Bürgerverein Mühlenberg. Jo, weiter geht's. Die Eröffnung des Christkindlesmarkts. Das Highlight. Ja. Jedes Winters. In Karlsruhe. Ja, also es ist immer wieder schön, natürlich, wenn wir dorthin gehen, wie dieser Markt, dieser Christkindlesmarkt aufgebaut ist und wird, ist immer wieder eine tolle Sache. Auch wenn es dieses Jahr ein paar Unstimmigkeiten angeblich gegeben haben soll, was ich nicht weiß, was daran war und nicht weiß, ist mir auch egal. Es geht hier um den Christkindlesmarkt. Ja, und was ich ganz, ganz toll finde und ich betone das jetzt wirklich, eine ganz, ganz tolle Deko und hat nichts damit zu tun, dass es vom Wurstl ist. Das betone ich jetzt extra, weil bestimmt sonst einige sagen, ja natürlich der Wurstl. Nein, ihr müsst mal dorthin gehen. Ihr seht das Bild jetzt schon hier. Geht mal hin und schaut es euch an. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Bild. Ein Kunstwerk. Also das müsst ihr euch mal live anschauen. Wirklich ganz, ganz toll. Kompliment an den Künstler. Dann haben wir Bürgerbeteiligung zu Bebauungsplänen. Das Stadtplanungsamt bietet am Mittwoch, den 30. November um 17 Uhr Gelegenheit, frühzeitig den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Wiechernstraße 4a kennenzulernen. Mhm. Ort ist das Gemeindezentrum der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in der Sophienstraße 234. Genau, die Wohnbaugesellschaft möchte auf dem Grundstück Wiechernstraße, Ecke Weinbrennerstraße, ein Mehrfamilienhaus errichten. Auf diesem Areal befindet sich derzeit ein leerstehendes Kiosk. Künftig sollen in 5 Geschossen 12 Wohnungen entstehen. Unter dem Gebäude, Gott sei Dank, ist eine 2-geschossige Tiefgarage vorgesehen. Und jetzt, ja, können wir eigentlich auch sagen, und wir hoffen natürlich auch, dass die Preise dementsprechend sind, ja, und sich die Leute das leisten können. Das wäre toll. Dann ist unser nächstes Thema. Stadtbauforum thematisiert Starkregenvorsorge. Ja, ein komisches Thema. Ich lese es euch mal vor. Wie können Bürger sich vor Überflutungen bei Starkregen schützen und welchen Einfluss hat eine wassersensible Stadtgestaltung? Naja, diese Fragen geht das nächste Stadtbauforum am Donnerstag, 1. Dezember ab 20 Uhr im Stephanssaal Ständehausstraße 4 nach. Verheerende Schäden an vielen Orten in Deutschlands durch Starkregen führen die Aktualität des Themas, ja, vor Augen. Ja, Häufigkeit und Intensität, ich hasse dieses Wort, Intensität dieser lokal auftretenden Ereignisse scheinen zuzunehmen. Stimmt ja auch, es kommen ja immer wieder mehr Überflutungen und. Also, ist bestimmt interessant. Dann haben wir Angst als schlechter Ratgeber. Oh ja. In der Reihe Blickkontakt der Kontaktstelle Frau und Beruf Karlsruhe referiert die Kinesiologin. Was ist? Kläre mich auf. Kinesiologin ist so eine Art Heilpraktiker und ich kann es nicht genau erklären, da kommt ich aber eben diese mal. Ja, Kinesiologe kommt da noch dazu, irgend sowas. Christa Wora am Samstag, den 3. Dezember von 11 bis 12:30 Uhr im Ständehaus in der Stadtbibliothek zum Thema Angst ist ein schlechter Ratgeber. Vor allem der Wiedereinstieg nach der beruflichen Auszeit, aber auch ein Stellenwechsel oder mehrere Veränderungen sind mit vielfältigen Emotionen verbunden. Mhm. In den
In dem interaktiven Vortrag informiert die Referentin zu den Hintergründen und Ursachen dieser Ängste und zeigt Übungen, wie man damit umzugehen hat. Die Teilnahme kostet 5 Euro und eine Anmeldung ist erforderlich. Ist nicht erforderlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das hätte jetzt niemand gemerkt, wenn du das nicht... Genau, aber es ist nicht erforderlich, ihr könnt also hingehen. Ja. Aber es hört sich sehr interessant an. Frauen und Beruf ist immer so ein Thema, überhaupt wenn Kinder noch im Spiel sind. Also ist bestimmt ganz, ganz toll. Ja, dann haben wir eine Verkehrsanbindung an die B36. Ja, von was rede ich? Genau, der Rheinbrücke. Ja. Nee, von welcher? Ich sag's jetzt nicht. Also, auf jeden Fall diese Rheinbrücke so festgefahren, wie der Verkehr zur Rush Hour auf der Rheinbrücke scheinen am Dienstag im Gemeinderat die Positionen zur Lösung dieses Verkehrsproblems zu sein. Die emotional geführte Debatte brachte dann doch etwas Bewegung in die Sache. Dabei rückte die Machbarkeit einer Ersatzbrücke und die Anbindung des Verkehrsflusses an die B36 in den Mittelpunkt. Ach Mensch, Leute, das wissen wir schon seit 40 Jahren. Also wir brauchen diese Rheinbrücke. Ja. Meine Nerven. Baut jetzt diese Rheinbrücke. Weiter. Polizei informiert. Handy entrissen. Ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von etwa 230 Euro hat ein Unbekannter am Sonntagabend an der Ecke Rüppurer und Schützenstraße in der Südstadt erbeutet. Der Mann fuhr mit einem Fahrrad aus Richtung Fitz-Erler-Straße kommen, von hinten an einen 26 Jahre alten Passanten heran und entriss ihm das in der Hand gehaltene Mobiltelefon im Vorbeifahren. Der trotz einer Sofortfahndung der Polizei zunächst entkommenen Täter ist etwa 1,80 groß und auffallend schlank. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen Jogginganzug mit Kapuzenpullover, dessen Kapuze er vor sich über den Kopf gezogen hatte. Genau. Jetzt ist Gott, was ein schwerer Satz. Ja, wer das Geschehen beobachtet hat oder weitere Hinweise auf den Geflüchteten geben kann, wird unter Telefon 939-4411 um seine Meldung beim Polizeirevier Südweststadt gebeten. Also wenn ihr was gesehen habt, bitte dort anrufen. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass man jetzt nicht einmal mehr mit einem Handy in der Hand in der Stadt rumlaufen kann. Geht doch irgendwann auch nicht mehr. Wieder beim Thema. Am Donnerstag, den 24. November, wurde in der Region wieder die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet. Genau. Große Menschenmengen und dichtes Gedränge prägen gerade zur Vorweihnachtszeit das Bild der Innenstädte. Hübsch dekorierte Weihnachtsmärkte. Ja. Ist das heute aber auch klein. Ja. Möchtest du? Genau, ich mache weiter, ich merke schon. Ja, also die Weihnachtsmusik und der Glühweinduft, den lassen schon einige Zeit vor Weihnachten eine festliche Atmosphäre aufkommen. Und genau diese nutzt eine Tätergruppe aus, die gelegentlich oder eigentlich das ganze Jahr über aktiv ist. Doch vor allem in der Vorweihnachtszeit, ja, da hat man schon die Handtasche mal so offen, ja, oder mal, ja. Und deshalb steigt in dieser Adventszeit die Zahl der Taschendiebstähle alljährlich besonders stark. Eine geradezu magische Anziehungskraft auf der Langfinger haben Rucksäcke, Hand- und Umhängetaschen sowie Geldbeutel, die leicht erkennbar in Hose- und Jackentaschen getragen werden. Besonders betroffen sind auch die Einkaufstaschen, die Einkaufsmeilen der Innenstädte sowie die Einkaufszentren, wo es in der vorweihnachtlichen Trubel für die Täter oft allzu leicht ist. Man geht einfach hin, zack, und weg ist der Geldbeutel. Ja, also nach einem so Diebstahl ist die Anonymität sofort, zack, zack, und weg ist er. Nicht nur der Geldbeutel, sondern auch der Täter. Also, liebe Menschen da draußen, wenn ihr dorthin geht, Handtasche zu, den Geldbeutel lieber vorne reinstecken, Jacke zuziehen, ja, also ihr wisst Bescheid, aufpassen. Ja, ist wirklich gefährlich, also nicht zu spaßen. Dann seit langem haben wir mal wieder Sport. Ja, genau, man hat nämlich darauf angesprochen, warum zeigt ihr eigentlich oder sagt ihr nichts mehr über den KSC, ist er euch peinlich? Nein, ist er uns nicht, weil wir stehen dazu. Wir haben eine Mannschaft in Karlsruhe, wir haben den KSC. Also, und jetzt bekommt ihr eure Information. Nämlich der Oliver Kreuzer ist wieder da und wird neuer KSC-Sportdirektor. Und zwar der 51-Jährige wird seine Arbeit
am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 aufnehmen. Also, so, jetzt haben wir ein kleines Problem. Das liest definitiv du vor. Ja, das ist jetzt, aber ich möchte trotzdem, wir werden das auf unserer Facebook-Seite nochmal posten. Ja, also jeder, der Facebook hat, sollte da mal reingehen auf die Mühlberg News-Seite. Es geht nämlich um einen Menschen, der Hilfe braucht. Und zwar liegt er in Thailand in einer Klinik, und zwar im Koma. Ja, diese Geschichte ist jetzt nicht erfunden, die entspricht der Tatsachen. Ja, dieser Mensch ist da im Koma und die, ja, wie so oft, die Krankenkasse bezahlt nicht. Das heißt, er hat jetzt im Moment, der arme Mann liegt im Koma, der hat keine Krankenversicherung dort und Freunde, gute Freunde von ihm versuchen jetzt natürlich alles Menschenmögliche. Erstens mal, dass die Krankenhauskosten gedeckt sind und zweitens, dass wenn er, hoffen wir, aus dem Koma wieder erwacht, er sofort nach Deutschland überführt werden kann. Und das kostet natürlich jede Menge Geld. Allein die Überführung geht in die Zehntausende, wenn nicht noch mehr. Also es ist jetzt, ich könnte jetzt Telefonnummern alles nennen, das machen wir hier nicht, aber liebe Leute, geht auf unsere Facebook-Seite Mühlberg News und dort werdet ihr den Text dann finden und wenn ihr ein, ja, und wenn ihr nur 10 Euro übrig habt, bitte spendet. Wir haben ja schon mal so eine Spendenaktion gehabt und die war erfolgreich, also wir hoffen auf euch, ja, also bitte, bitte helfen. Okay, weiter dann geht's. Dann wären wir schon bei den Geburtstagen. Ja, und schon ist gut. Okay. Und sind als allererstes bei dem Helmut Rüffer. Ja, alles Gute, lieber Helmut. Und die Cornelia Feierstein, alles Gute zum Geburtstag. Die liebe Elke Kissoff, alles Liebe und Gute. Genau. Maiko Auer, lieber Maiko, alles Gute zum Geburtstag. Und dem Diego, lieber Diego, Diego Camilleri, auch dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib wie du bist. Dann gratulieren wir zur Taufe. Ja, und zwar dem Gangsterpaar Insider. Dominik und Steffi, wir gratulieren euch zur Taufe eurer kleinen Tochter. Ja. Der Janine Armbruster, alles Liebe und Gute. Genau, Friedemann Kallenbach, unser Stadtrat, auch Ihnen alles Gute. Dem Hans Sattler. Ja, mein Kubaner hier. Nein, nicht Kubaner, nein, Peruaner. Peruaner. Wir winken ich immer mal ganz, ganz weit. Ja, aber er ist ja jetzt nicht mehr. Er ist ja wieder in Deutschland. Ach, dann ja. Früher habe ich immer Mexikaner zu ihm gesagt, weil er gerne nach Mexiko ist. Und dann hat er eine Peruanerin geheiratet. Ja, und jetzt ist so er geht's. Peruaner. Aber okay, alles Gute auch dir. Und liebe Silvia Putzu, auch dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. So, und bin ich wieder dran. Liebe Alessandra Ferrini, meine Nichte, alles Gute und Liebe zu deinem Geburtstag. Ich hab dich lieb. Und auch du bleib, wie du bist. Hör aber auf, mich zu ärgern. Okay, gut, weiter. Apropos ärgern, super Stichwort. Wir sind beim Wurstelwetter. Okay. Ich fand die Überleitung grandios. Schokolade habe ich keine bekommen für letztes Mal. Aber okay, gut, mach weiter. Es wird kalt. Tja. Wunderbar kalt. Toll, tolles Wetter. Es wird kalt. Ja, nein, tagsüber bis zu 5 Grad und nachts minus 3 Grad. Also, der Winter holt kommt eure Eiskratzer raus. Ja, morgens auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Hat sie schon gespürt. Okay, also, das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr dürft uns ruhig kritisieren. Das macht uns gar nichts aus. Aber immer bitte dabei fair bleiben. Denn manchmal seid ihr nicht so fair. Einige sind nicht fair. Also, immer fair bleiben. Wir sind Kritik gewohnt. Ja. Das war das Wort zum Sonntag. Damit verabschieden wir uns. Ich hab da... Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis nächste Woche. Tschüss.